Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Science of Darkness. Ich habe mir gedacht, eine Folge will ich gerne noch machen. Ich war mir nicht so sicher, aber ich finde, wir haben noch wenig vom Spiel gesehen und deswegen will ich schon noch ein bisschen was machen, weil wir sind jetzt hier so viel in den Häusern hin und her gerannt. Ich würde aber gerne noch ein bisschen von draußen sehen. Ach ja, und dieses schöne Spiel haben wir ja auch noch wie beim... Sag mal, da tackelt die mich hier einfach weg. Mensch, unfreundlich. Ja, ich würde sehr, sehr gerne dieses Spiel hier spielen. Ich bin echt gespannt, ob das überhaupt schon möglich ist, ist noch die Frage. Ui, okay, cool. Oh Gott, das erinnert mich an ein bestimmtes Kartenspiel, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Play, Singleplayer oder Multiplayer? Tutorial. Ja, ich glaube, wir brauchen das Tutorial. Denn ich wüsste nicht, was ich da machen soll, glaube ich. Ich bin gespannt, ob das überhaupt schon funktioniert, wirklich. Aber man kann es ja anklicken. Wow. This tutorial will teach you about the interface and game mechanics of the game. You can exit the tutorial at any time by pressing the escape key and choosing to quit. Okay. Destroy your opponent's space to win the game. The goal is simple. Destroy your opponent's base before he destroys yours. Okay, das ist einfach. The game is played in turns. Each player gets a turn that consists of drei Phasen innerhalb von einem Zug. Combat move and attack. Harvest. Okay, gather resources. Build, place new units for harvesters. Das scheint sehr komplex zu sein, oh Gott. During the combat phase, you will move your units and use them to attack the opponent's units. Harvesters and base. Remember, the goal is to destroy his base. Units that are in range to be attacked will glow red. When you move, focus over them. Units that can't be attacked will have a gray shade. Also hier rot können wir angreifen. Not only distance between units, but also the height between the units will determine if one unit can attack another. Okay. Units can only move a certain amount of tiles per turn. Also kann nur eine gewisse Anzahl von Dingern hier laufen. Okay, das ist eigentlich, ja, doch selbsterklärend. Oh Gott, was ist das denn? Ach, das sind die Ressourcen sammeln, glaube ich. The harvester is used to extract resources during the harvest phase. Aber wozu brauche ich die? And then click on the next phase button to move on the harvest phase. During this phase you can choose to harvest one tile for each of your harvesters and your base. You may only harvest the tiles marked around the building that is selected. Harvesting a tile will lower that tile but not destroy any unit on that tile. The tiles under a harvester and the base can't be harvested. Oh good. Each tile will provide one resource. Okay. Okay. Harvest Phase. Was? Next Phase? Achso, jetzt kommt die nächste. Bauphase. Das Feuer, ob in das... Ja gut, das wissen wir. During the build phase, you will use your resources to place new units around your base on new harvesters. Okay. Also keine Gebäude. Nur neue Harvesters oder Kämpfer. Jeder Typ hier hat bestimmte Anzahl von Health Points, der 3. Move nur von 1, Damage 2, okay. Hui, und er ist tot, wenn das halt auf 0 fällt, das ist klar. Okay, hier steht, wie viel wir laufen können. Ja, unser Schaden, Reichweite, okay. Das war's. Ich bin mir noch nicht sicher, wozu wir die Harvester brauchen, wozu wir die Ressourcen... Achso, die Ressourcen brauchen wir wahrscheinlich, um neue Units... Okay, doch, das, glaube ich, ergibt sich. Oh Gott. Small? Ja, nehmen wir Small. Smooth? Ja, wir spielen ja zum ersten Mal, deswegen würde ich sagen, ich lasse das einfach mal alles so, weil ich nicht weiß... Oh, mehr Exo, wie ist das? Ja, komm, Snow, Desert, Forest? Ich nehme mal Wald. Okay. So, das ist unsere Basis. Wo ist der Gegner denn? Hier. Ach, wir stehen uns so nah gegenüber, wirklich? Achso, weil wir Small auch haben, ja. Süß hier mit den Pilzen. Ist jetzt lustigerweise gar kein Tischbrett mehr, wie gerade eben, ne? Okay, ich bin dran, nehme ich an. Habe ich denn schon irgendwelche Units? Anscheinend gar nicht, ne? So. Dann, wie setze ich jetzt jemanden? Was habe ich da jetzt hingesetzt? Ein Baum?
Ich weiß es nicht. Ich würde gerne... Ach, hier. Harvest Cost 5. Okay, hier habe ich verstehen... Oh Gott, was ist denn das alles? Das erkenne ich ja gar nicht. Harvester? Dark Mage, Goblin Chief, Scout, Gore, Golem Priest, Vivern. Oh, wie geil. Den kann ich nicht bauen, oder? Habe ich dafür alles? Hier steht gar nicht, was ich dafür brauche. Ach, Kosten 5. Ich habe 6, aber wir müssen wahrscheinlich erstmal einen Harvester setzen, sonst kriegen wir keine neuen Ressourcen. Okay, dann baue ich jetzt einen Harvester. Was ist denn da am praktischsten, wo man den hinsetzt? Ich weiß gar nicht. Ich setze mal hier in die Büsche rein. So. Ja, dann kann ich noch... Ne, wir haben nur eins, das wird wohl nichts mehr. Combat-Phase. Was ist da passiert? Ach, der hat jetzt auch hier so einen hingesetzt, guck mal. Da, also war das schon die richtige Entscheidung, erstmal einen Harvester zu setzen. Gut. Ja, wie lange braucht der jetzt zum Harvesten? Achso, jetzt ist die Harvestphase. Okay. Ja, dann harveste mal. Hat das jetzt gemacht? 2. Kann ich noch mehr? 3. Wie viel kann der denn? Ich glaube, das war es jetzt, ne? Okay, ich glaube, ich kann nichts mehr machen. Ja, aber Bild wird ja noch nicht klappen. Bild? Ach doch, die brauchen gar nicht so viel. Nur Vivan geht noch nicht. Golem Priest. Summons Energy from Spirits to release a deadly blow. Side Damage. One move. Hier, der kann 3 laufen. Ist ein Scout. Can cover great distance in a little time. Kann aber nicht so viel Angriff machen. Dann nehme ich, glaube ich, erstmal einen ausgeglicheneren. Oder der hier. Der ist doch ziemlich ausgeglichen, würde ich sagen. Oh, der sieht ja cool aus. Wo kann... Ach, der kann nur da vorne hin? Okay. Okay, da haben wir ihn. Mehr werde ich nicht machen können. Irgendwie hat das Spiel was. Also ich glaube nicht, dass wir gewinnen, aber es hat was. Okay, hat er was... Schade, dass man nicht genau sieht, was er eigentlich tut. Ach, hier hin. Ach, er baut mehr Harvester. Auch eine gute Idee eigentlich. Kann ich den hier wieder abbauen lassen irgendwie? Ach, ich bin in einer Combat-Phase. Dann müsste ich doch mit dem jetzt laufen können, ne? So, der kann leider... Kann er 2 Schritte eigentlich? Warum kann ich durch 2 gehen? Okay, ich frag nicht. So, wo bin ich jetzt in der Harvest-Phase? Also wieder bei ihm hier. So, habe ich was geharvest? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das funktioniert. So, mit der, die Kamera dingst immer weg. Das ist ein bisschen anstrengend. Ja, dann muss ich wohl erstmal sparen, so wie ich das hier sehe. Oder versuche ich einfach schon mal einige Leute zu haben. Ach, ganz ehrlich, komm, wir bauen schon mal ein paar Krieger. Kann ich hier schon irgendwie bewegen? Nee, ich bin noch in der Bildphase. Okay. So, jetzt ist die Harvestphase bei ihm. Also rot heißt immer erst dran, glaube ich. Jetzt baut er. Warum kann der eigentlich so viel bauen? Weil er 2 Harvester hat, gemein. Ja gut, war doch eine doofe Entscheidung wahrscheinlich, was ich gemacht habe. Na gut. Ich mit dem mal da lang. Ich müsste doch mehrere Schritte gehen können, verstehe ich gar nicht. Der hat doch 2, warum kann ich ihm trotzdem nur einen Schritt gehen? Irgendwie, naja. So, Commit-Phase haben wir. So, jetzt bitte einmal hier harvesten. So, mehr. Ich will, wie, das war's? Hä, irgendwie funktioniert das mit der Harvestphase hier nicht richtig, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob das so gedacht ist. Toll, 1. Ja, kann man nichts machen. Gut, dann sind wir hier durch. Okay, am Anfang also am besten ganz viele Harvester bauen. Was passiert denn da immer? Ich weiß gar nicht, was der da macht. Der hat einen Scout gemacht, glaube ich, gerade. So, ich bin wieder in der Combat-Phase. Also geht's weiter. Komischerweise läuft er auch nur einen Schritt. Damit müsste er eigentlich 3 gehen können. Nächste Phase. Er wundert eigentlich nicht, warum die Kamera immer hin und her geht. Das mache ich nicht. Also das ist echt gerade für mich auch mega nervig mit der Kamera. Kann ich hier überhaupt was abharvesten? Hier ist gar nichts. Doch, ging sogar. Okay. Also auch wenn da kein Busch ist, harvestet er trotzdem ab. Okay, das ist gut zu wissen. Boah, diese Kamera. So furchtbar. Die Augenschmerzen. Ich glaube, ich spare für einen neuen Harvester. So. Die kosten ganz schön viel, die Harvester. Boah, und der schleicht sich jetzt hier schon vorne ran. Oh Gott, der hat 4 Leute gerade. Und baut wahrscheinlich gleich noch einen, ne? Oh, oh. Oh, der macht sich ganz viele Scouts. Okay.
Jetzt kann er mehr laufen. Vielleicht komme ich hier wieder raus. Oh Gott, der ist hier ein bisschen festgefahren, glaube ich, gerade. Oh je. So, harvesten. Oh Gott, diese Kamera. So, 5. So, jetzt kann man einen neuen bauen. So, den setze ich jetzt mal hier hin. Kann leider noch nichts machen mit dem jetzt. Oh Gott, die sind gleich da. Ich hätte mit meinen Leuten einfach am Turm, glaube ich, stehen bleiben sollen gerade. Hui. Das ist wirklich so ein bisschen wie dieses eine Spiel, was... Wie hieß denn das? Fairy? Was hast du es mit Fairy? Ich komme nicht drauf gerade. Ich habe es auch nicht viel gespielt. Ah, ich glaube, ich komme hier nicht raus aus dem... Guck mal, wir kommen hier nicht hoch mehr. Ach, scheiße. Wir sitzen hier gerade ein bisschen fest. Bin ich mal noch da? Harvest du mal ein bisschen hier. Ich bete mir ein, dass ich vielleicht trotzdem mehr bringe, wenn man die Büsche nimmt und macht deswegen immer da. Aber wahrscheinlich bringt es nichts. Was kostet denn der hier? 5. Wir können da auch sparen oder wir... Ja gut, aber die sind gleich da. Wir sollten vielleicht wirklich ein bisschen Abwehr sorgen. Nehmen wir mal den, der sieht irgendwie putzig aus. So, Ende. Jetzt sind sie auch gleich da. Den Wyvern hätte ich auch gerne gesehen, den Drachen. Da ist es nämlich auch so, bei diesem einen Kartenspiel, wo mir der Name nicht einfällt, da muss man auch immer an so einen Eckpunkten, hier so eine ähnlichen Dinger, wie die sehen die aus, immer halt sich die Punkte zusammenfarmen und dann mit dem Faeria! Faeria heißt es. Ja, und dann mit dem Zeug kann man dann halt seine Attacken ausführen oder sich neue Sachen Karten legen. Karten legen, glaube ich, war es mit den Punkten. Und das war auch hier mit diesen, mit so einen Feldern. Das sah sehr ähnlich aus. Ich komme hier nirgendwo weg. Das ist doch voll blöd. Ich lasse den einfach da. So. Irgendwie komme ich mit den Viechern hier nicht mehr weg. Die sitzen jetzt irgendwie ein bisschen fest hier unten. Das ist irgendwie so Sumpf oder so anscheinend. Oder das Feld ist kaputt gegangen. Ich habe keine Ahnung. So. Harvesten. Bringen die... Was bringt denn hier mehr? Guck mal, wir haben hier immer, dass die Farben sich unterscheiden. Aber ich würde fast sagen, dass das hier besser sitzt, das, oder? Er bringt auch nur einen immer. Ich habe keine Ahnung, weil ich glaube, gelb sieht eigentlich besser aus als rot. Ich weiß es nicht. Wir könnten Scouts setzen. Die kosten halt echt wenig. Hm. Er hat aber auch wenig aus. Er ist nur gut, dass er viel laufen kann. Aber das bringt uns gerade nichts, weil wir verteidigen müssen. Ich setze noch so ein, weil wir gleich uns ja, verteidigen müssen. Oh, da greifen sie schon an. Ui. Ich finde es cool. Also mir fehlen noch die Soundeffekte, aber ansonsten finde ich das ganz cool, das Ding hier. Ist ein schönes Spiel im Spiel, weil ja, mittlerweile gibt es da einige coole Sachen. Also auch bei Witcher 3 fand ich Gwent super. Mir hat das mega Spaß gemacht. Ich habe das echt einfach nur so die ganze Zeit gespielt. Das fand ich echt cool. Kann ich jetzt auch angreifen? Nee? Warum nicht? Ich hätte doch auch 2 Züge. Warum kann ich den nicht angreifen? Ich bin noch in der Combat-Phase. Ja, das verstehe ich jetzt nicht, warum ich den nicht angreifen kann gerade. Mit denen komme ich hier irgendwie auch gerade nicht weiter. Hm. Ich komme hier gerade irgendwie nicht weg. Okay, das scheint noch nicht richtig ausgereift zu sein. Guck mal, ich... Ach, jetzt auf einmal. Aber ich komme auch nicht zu dem Typen hier hin irgendwie. Nein, ich habe mit dem ja noch einen Zug, aber ich komme hier nicht hoch. Irgendwie scheint das ebenenmäßig nicht gut zu funktionieren hier gerade. Hm... Ich weiß nicht, ich würde wahrscheinlich an der Eifer liegen. Also ich kann mich vorstellen, dass das so gedacht wäre, dass man jetzt nicht angreifen kann. Wird wahrscheinlich ein Fehler sein. Na gut, muss ich jetzt leider erstmal weitermachen. Kann nichts tun. Punkte haben. Achso, wir sind in der Harvester-Phase. So. Ach, die bringen viel. Oh, das wusste ich gar nicht, dass man die auch abbauen kann. Na gut, jetzt wissen wir was. Oh, hätten wir noch harvesten können? Scheiße, ich glaube, ich habe zu früh weggemacht. Ich nehme jetzt den hier. Vielleicht kann der da wenigstens mal angreifen. So, das ist ja ganz schön, dass ich das LP noch nicht beendet habe, dass wir uns das Spiel auch mal angucken können. Und in der nächsten Folge würde ich auf jeden Fall dann mal weiterlaufen. Oh, die können es auch einsammeln. Okay. Ja, in der nächsten Folge würde ich dann halt gerne draußen mal noch ein bisschen weiterlaufen und alles angucken, was man so in der Welt noch finden kann. Das würde mich schon interessieren.
Kann ich jetzt hier angreifen? Ja, das hat funktioniert. Er ist sogar tot. Wow. Sehr cool. Aber an die komme ich halt nicht ran. Nee, ich kann einfach nicht hier weg. Irgendwie sitzen wir hier fest am Turm. Leider. Und hier kann ich auch nicht. Die können vielleicht gar nicht angreifen? Doch, Damage 3. Die können angreifen. Close Range Gore will unleash a powerful attack. Ja, und also näher geht nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht greifen die. Vielleicht kann ich mit denen nicht angreifen. Vielleicht ist das irgendwie anders gedacht. Ich weiß es nicht. Jetzt komme ich irgendwie an den hier nicht ran. Ach Gott. Jetzt habe ich ihn. Aber ich kann nicht laufen. Und angreifen kann ich. Okay, dann machen, glaube ich, die Magier fast mehr Sinn. Weil mit denen kann ich wenigstens angreifen. Aber mit den anderen irgendwie halt gar nicht. Ich laufe mal hier rum. Vielleicht komme ich dann irgendwie mal dahin. So. Ach, schon wieder Harvesten. Okay. Machen wir mal da. Und da. Ja, das Ding haben sie uns leider zerstört. Leider. Ich mache jetzt Mages einfach nur. Die scheinen mehr Sinn zu machen. Bin ich mal gespannt, aber ich glaube nicht, dass wir das gewinnen werden. Was passiert denn da die ganze Zeit? Die kriegen irgendwie immer Schaden. Oder was explodiert denn da immer? Ach, der klickt hier zum Harvesten wahrscheinlich. Ah, okay, ist ein Harvesten. So, töte den. Sehr schön. Können wir nochmal? Nee, anscheinend nicht. Ich kann ja mal da lang laufen. Bin ich näher dran. Mit dem kann ich nichts machen. Ah, hier. Irgendwas funktioniert hier nicht richtig. Ich komme nicht ran. Nee, ich. Oh Gott. Ich kann leider. Ach doch, ich kann drehen. Mit rechts. Oh Gott. Tut mir Augen weh. So. Ja, und jetzt würde ich gern an den angreifen. Was gerade aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Seltsam. Und hier kann ich auch nichts. Warum nicht? Aber mit ihm hier. Ah, sehr schön. Komisch, also das sollte glaube ich nicht so sein, oder? Dass ich mit denen nicht angreifen kann, aber mit ihm. Das macht nicht viel Sinn. Also gar keinen. So, kann ich hier noch irgendwie angreifen? Oh Gott. Also, das klickt sich hier echt beschissen. Hier kann ich jetzt nichts mehr machen. Die Züge sind verschwendet, weil sie nicht angegriffen haben. Okay. Oh, da kommt er ran. Sehr schön. So. Ist das hier auch ein... Ach nee, ist meiner. Den hatten wir schon, ne? Gut, dann next Phase. Ich sehe auch gar nicht, wer schon dran war und wer nicht irgendwie. So richtig. So. 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 Das war's. Achso, wir haben nichts gebaut. Scheiße. Okay, sparen wir mal ein paar Punkte. Boah, der hat einen Vivan. So sieht das aus. Oh, voll geil. Sieht der cool aus. Okay, das ist echt cool. Es gibt echt viele Figuren, muss ich schon sagen. Also es ist nicht nur ein Harvester und einer, der angreift. Es gibt echt eine Menge verschiedene Viecher. Das finde ich cool. Ich glaube, wenn das hier richtig ausgereift ist, könnte das ein sehr cooles Minispiel im Spiel sein. Das man doch einigermaßen gerne spielt. Wenn das hier mit dem Laufen alles funktioniert richtig. Ja, ich würde den gerne... Und mit dem Klicken vor allem auch. Gut, die muss ich jetzt leider alle da lassen, weil die sich ja nicht bewegen wollen. Ich komme ja einfach mit den Leuten nicht weg. So. Dich haben wir noch. Achso, da geht nichts mehr. Okay, hatten wir den schon? Weiß ich gar nicht mehr. So, Comet-Phase vorbei. Ich habe nur noch rote Felder irgendwie. So, 6. Wir haben 6. Das heißt... Ja. Wir haben einen Drachen. Oh, wie geil. Wie geil. Wir haben Drachen. Oh. Der hat unseren Marker gekillt. Oh, oh. Und da auch. Oh Gott. Ja, wir werden die Runde wohl nicht gewinnen, aber wir spielen es ja auch gerade zum ersten Mal. Von daher... Wow, hat der viele Leute. Krass. Der hat die Harvester sehr gut eingesetzt, glaube ich. Er hat sich auch weit auseinandergesetzt. Ich glaube, unsere sind viel zu nah. Die überschneiden sich im Radius zum Abernten. Das war nicht so gut. Komme ich hier an irgendeinen ran? Nee, leider nicht. So, wie klicke ich denn hier unseren Vivan an? Wow, der hat eine gute Range. Wie greift denn der an? Das weiß ich halt nicht.
Den könnte ich jetzt anscheinend nicht angreifen. Ach man, komm. Ich jetzt hier hinfliege. Ah, also ich muss schon nah dran sein, okay. Ich will den nicht verlieren. 3 Schritte können wir gehen, aber den können wir nicht mehr angreifen, nehme ich an. Dann bleibe ich nochmal hier hinten stehen und warte, bis die rankommen. So, mehr kann ich gerade nicht tun hier. Harvesten ist wieder dran. So. Bauen. Können wir irgendwas? Ja, Mage hätte ich gern wieder. So. Fertig. Ah. Okay, noch lebt er. Oh Gott. Ich glaube, die haben ganz gute Abwehr. Also zumindest Health Points mäßig. Haben sie einiges. Oh Gott. Da ist ein Magier, glaube ich, gerade gestorben, oder? Ich kann gar nicht hingehen, weil die Kamera hier hin und her dingst. Ja, doch, da ist einer tot. Kann ich immer noch nicht angreifen. Sehr seltsam. Aber ich müsste jetzt hier den angreifen können, oder? Hm. Ja, hat noch nicht viel gebracht. Kann ich nochmal angreifen, wenn ich mich bewege? Nee, gar nicht. Gut. Das ist doof. Komme ich hier an irgendein... Oh, ich komme nicht ran. Doch. Ha. So, ich greife nur, glaube ich, immer den Falschen an, den ich eigentlich gar nicht will, weil die hier ineinander stehen. Die beiden. Okay, da komme ich nicht weg. Na gut, nächster. Huch, nein, ich wollte den Harvester. Huch, hat mich gerade gewundert, wenn meine Katze rumhaut. Das war's schon wieder? Mehr nicht? Okay, schade. Huh, wow. So, Ende. Oh, unser Wyvern ist tot. Och, Menno. Der haut hier gerade komischerweise mit seinem Drachen ab. Ha, der will den wohl auch nicht verlieren. Ist wahrscheinlich, weil wir den schon ein paar Mal angehittet haben. Der hat noch einen. Ah, den haben wir am öftersten erwischt. Boah, krass. Der hat einfach so sau viele. Da kommen wir nie wieder hin. Na gut. Und dummerweise glaube ich, dass das auch eine Weile dauern wird, bis der uns trotzdem noch geschlagen hat. Ja, das Spiel wird sich wohl noch ein bisschen hinziehen. Ich überlege gerade, ob wir das Spiel vorzeitig abbrechen. Boah, ich krieg die echt nicht bewegt hier. Und die hier sind echt einfach sinnfrei. Die kämpfen halt nicht. Die machen halt nichts, die Viecher. Boah. A close range Gore will unleash a powerful attack, ja. Wäre schön. Und vor allem glaube ich, dass seiner schon angegriffen hat und unsere halt nicht. Irgendwas funktioniert da nicht so. Ja. So, den hätten wir. Ich überlege gerade wirklich, ob wir das abbrechen, weil es zu lang dauert. Der lässt sich halt auch echt Zeit. Und ich würde euch ja gerne noch mehr vom Spiel zeigen. Oh, scheiße, jetzt habe ich die Harvester-Phase weggemacht. Och, Mist. Ach, das war blöd. Gut. Endturn. Kann ich denn das Spiel abbrechen? Ich glaube, ich kann es gar nicht abbrechen. Nee, kann ich nicht. Okay, dann müssen wir zu Ende spielen. Ich kann nirgendwo abbrechen, leider. Ja, jedenfalls, das ist das Minispiel. Ja, ihr könnt mal sagen, was ihr von diesem Minispiel im Spiel haltet. Ich find's cool. Wenn es denn ordentlich funktionieren würde, dann wäre das sehr cool. Man kann halt echt schwierig noch die Sachen anklicken, dann verstehe ich halt nicht, warum ich hier nicht langlaufen kann. Irgendwie, ja, weiß ich nicht, woran das immer liegt. Das müsste man vielleicht kenntlicher machen, wenn es daran liegt, dass das Gebiet so ist, dass man irgendwie das, weiß ich nicht, besser anzeigt. Warum? Ja, zum Beispiel, also hier sind halt so Stufen, ne? Das sieht so aus, als wahrscheinlich ist das zu hoch, aber ja, die nächste Frage ist halt, warum greifen die nicht an, die Leute? Das ist halt das nächste, was komisch ist. Sind die nur abwehrmäßig da und haben keinen Angriffssinn? Das wäre irgendwie, weiß ich nicht, komisch. So. Bild. Was können wir machen? Noch Mage. Also irgendwie die Mage machen mir am meisten, erscheinen mir am meisten Sinn zu machen. So. Oh Gott, die killen unseren Mage jetzt. Boah, der Wyvern. Ah. Na gut, wir sind vielleicht doch gleich tot. Dauert wird doch nicht mehr so lange. Ich dachte, wir würden noch mehr schaffen. Ich dachte, das ist wie so eine kleine Partie Gwent, mal kurz so 10 Minuten vielleicht.
aber tatsächlich jetzt schon 25 Minuten. Es tut mir leid für die, die das jetzt hier gar nicht interessiert, aber ja, ich werde noch eine Folge machen, wo wir uns draußen noch ein bisschen umgucken werden. Also keine Angst, ich komme an den Drachen nicht ran. Keine Chance. Muss mich erstmal um andere Sachen kümmern. Gehe hier mal weg. Ich hätte gern... Ist das nicht auch... Ach, das ist nur der gegnerische Mage, das ist gar nicht mehr meiner. Der da... Oder... Hä? Ich... Doch, das ist schon mein Mage da drunter, aber ich komme nicht ran, weil der Drache drüber steht. Ist jetzt so ein bisschen, als wäre der geblockt oder so. Ich kann nichts machen, komm nicht ran. So, harvesten. Viel werden wir hier nicht mehr hinkriegen. Das war der Gwar, der nichts macht. Wir könnten mal so einen Golem Priest nochmal versuchen. Ja, so. Ob der angreift, wenn er denn noch rankommt. Der Drache greift jetzt die ganze Zeit unseren Turm an, oder? Oh, ups. Die scheinen echt nur, die postiert man, also jetzt zumindest zum Zeitpunkt, wo sie nicht kämpfen können, echt nur um den Turm wahrscheinlich, damit die Viecher nicht an den Turm rankommen. Und die Viecher umhauen müssen, erstmal. So. Seid ihr fertig? Gut. Oh Gott. So, ist ja auch nur so ein Viech, was nichts macht. Hallo? Nein. Ich will das Viech hier. So. Oh, jetzt komme ich ran? Nee. Ach, Mist. Hey, ich habe doch gerade extra auf das Rote. Ja. So. Ah, wir haben den Wyvern gekillt. Das ist ja cool. Wir haben es tatsächlich geschafft, den Drachen zu töten. Hätte ich ja nicht gedacht. Da komme ich nicht ran, aber hier. So, der kann einiges laufen. Der kommt hier auch hoch. Der andere kam da nicht hoch. Das ist irgendwie seltsam. So, haben wir alle, glaube ich, bewegt, die zu bewegen sind. Jetzt heißt es wieder harvesten. 4 Stück. Ich mache jetzt einfach eine ganze Mage-Horde. Die bringen einfach am meisten mit den Fernkampfattacken, weil man hier kaum über das Gebiet rüberkommt. Oh, ach echt? Die können unsere Harvester töten? Okay. Das hätte ich jetzt... Na gut, das ist logisch. Gott, der hat so viele, das dauert immer so lange, bis er seinen Zug beendet hat. So. Das lasse ich da. Na, ich komme hier nicht weg, weil der davor steht. Kann ich jetzt... Mit dem kann ich angreifen, das ist gut. Das ist sehr gut. Da komme ich jetzt nirgendwo hin. Den kann ich töten. Kann ich den nicht... Ist der zu nah? Zu nah wahrscheinlich. Okay, Magier können also keinen Nahkampfangriff machen dann. Nehme ich an. So, fertig. Oh, es zieht sich echt noch ganz schön hin. Ich hätte gedacht, wir sind schon tot. Okay. Nächster Mage. Und fertig. Wow, es wird eine lange Folge. Das wird eine sehr lange Folge. Ja, ich will es zu Ende spielen innerhalb der Folge, weil ich das doof finde, das jetzt zu teilen oder einfach aufzuhören. Für die, die es vielleicht auch zu Ende sehen wollen. Oh Gott. Oh Gott, diese Horden. Ich glaube, wir werden es jetzt über alle Flanken versuchen. Zumindest führt er... Boah. Wow. Okay. Nicht schlecht. Gerade ist es so ein bisschen so eine Pattsituation hier. Keiner kommt so wirklich... Nein. Keiner kommt so wirklich voran. Da kommen wir... Doch, kommen wir sogar. Nee. Hä? Doch. Ah, diese Kamera. Das müssen wir auch noch ändern. Die Kamera ist furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Okay, hier kann ich nichts mehr tun. Keiner bewegt sich? Nee. Gut, sind wir durch. Können wir nichts machen. Nee. Endturn. Ich kann einfach nicht aufgeben. Ich würde ja gerne einfach jetzt alles killen lassen, damit das Spiel vorbei ist, aber ich kann es einfach nicht. Ich wäre so, fast so ein Mensch. Ich will nicht absichtlich verlieren. Ich meine, wir haben verloren, wir sehen es, aber ich kann trotzdem nicht... Ich kann nicht einfach nichts machen und mich überrennen lassen. Das ist irgendwie...
Ich spiele jetzt super gerne immer Say Abelians, wenn ich dann Zeit habe. Und auch selbst wenn ich da schon sehe, okay, es hat schon keinen Sinn mehr, du hast schon verloren. Ich muss trotzdem immer bis zum Ende spielen. Ist einfach irgendwie so. Bis zum Ende wären einfach noch. Die Farben scheinen keinen Unterschied zu machen irgendwie. Ich bin mir immer noch nicht sicher. So, können wir noch was? Können ja einfach auch mal was anderes bauen und uns mal angucken, wie die sich so verhalten. So, haben wir jetzt auch mal so einen Scout. Das ist ein bisschen schade, dass die gleich, also generell sehr gleich aussehen, außer dass halt der Boden hier vom Gegner rot ist und von uns blau. Ja, die Figuren sehen genauso aus. Da könnte man vielleicht noch rüstungstechnisch irgendwie, dass die wirklich so in blau ein bisschen gehalten sind und die Gegner in rot. Oder irgendwie die so ein bisschen unterschiedlich machen. Weil man sieht auch nicht gleich auf den ersten Blick, was seins und was es vom Gegner ist. Und wenn ich mir jetzt vorstellen würde, wir hätten halt ein bisschen mehr Viecher und nicht nur die drei Leute hier. Ah, der Marker kommt hier, glaube ich, nicht mehr raus. Oh Gott, das wird sich noch hinziehen. Hallo? Oh je. Oh, der kann gut laufen. Aber das wird nicht viel bringen, wenn der da unten festsitzt. So, harvesten. Weil man vielleicht wirklich sogar noch gewinnen könnte. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich schon heißt, dass man jetzt schon verloren hat hier an der Stelle. Wenn man klug spielt, könnte man vielleicht sogar noch gewinnen. Wir haben uns hier langsam unser Feld kaputt gehauen vom Harvesten, glaube ich, oder? Die ganzen Risse waren doch vorher nicht. Sind die vom Kämpfen entstanden oder vom Harvesten? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir machen uns allmählich das Spielfeld kaputt, kann es sein? Hui. 31 Minuten. Ich glaube, ich schneide das Spiel einfach ein bisschen und zeige immer nur die Sachen, die spannend sind. Ich glaube, so werde ich das wahrscheinlich machen. Weil sonst wird die Folge einfach viel zu lang. Dann zeige ich lieber nur die Momente, die wirklich irgendwie von Interesse sind. Wenn es denn da welche gibt. Ey, na komm. Greif ihn an. Na, du schaffst es. Oh Gott. Der Angriff sieht lustig aus von den Scouts. So, schön. Jetzt kommen die hier wenigstens hoch. Das ist gut. Von denen hätten wir gleich mehr machen sollen. Die scheinen ziemlich flink drauf zu sein. Da kann man anscheinend einiges mehr machen. Der kommt nicht weg. Der kommt ja auch gerade nicht raus. Okay, das war's, glaube ich. Mehr haben wir nicht. Den. Und nochmal den. Die sind echt gut. Die machen zwar nicht viel Schaden, aber die rennen halt mega schnell. Mittlerweile sind wir dem zahlenmäßig gar nicht mehr so unterlegen, muss ich es zugeben. Der hat auch nur so eine Pille-Palle-Viecher. Also der hat jetzt auch nicht 100 Drachen oder so. Nicht weg. Wenn man einfach an die Viecher rankommen würde. So. Hier. So. Da kann man auch noch immer Zeug einsammeln, wenn wir zu den Büschen kommen. Das wusste ich auch nicht. Und der kommt hier gerade irgendwie nicht weiter. Okay. Kommen wir gerade nicht lang? Nee. So. Bauen wir uns einfach noch einen Mark, ja? Sehr schön.
Puh. Oh Gott. Na, baut er sich gleich nochmal 3, 4 Viecher. Ich glaub's fast. Nicht. Okay. Den brauchen wir nicht. Oh, steht alles im Weg gerade. Wir müssen ja die Dinger ein bisschen kaputt machen, dass wir durchkommen. Super. Na, ich wollte ihn da angreifen. Schön. Nice. Okay, es läuft gar nicht mal so schlecht gerade. Da ist noch ein Gegner. Hm, wir kommen gerade nicht weiter. Nein. Puh. Ich finde das cool, dass sich die Welt langsam abbaut. Das finde ich ziemlich cool gemacht, muss ich zugeben. Vor allem, weil es mir am Anfang gar nicht mal aufgefallen ist, dass das tatsächlich durch uns ist. Und guck mal, hier ist jetzt wirklich die Dinger einfach weg. Also hier ist dieses blanke Spielfeld gerade einfach. Und vor allem, was man da noch alles einstellen konnte, wenn man jetzt überlegt, also es gab ja sowieso 3 Spielfeldarten, Schnee, Wüste, Wald. Und dann gab es ja noch ganz viel, also dass das Spielfeld ja noch viel größer wird. Also ich finde das hier schon echt groß gerade. Wenn man sieht, wie sich das spielt. Ist echt, wow. Da kann man einiges an Zeit hier aufwenden. So, 3 Stunden später, endlich ist die Runde vorbei. Ja, weil durch diese blöde Putt-Situation habe ich jetzt echt einfach nur noch das Spiel auslaufen lassen, habe einfach keine neuen Leute mehr hingestellt, nicht mehr angegriffen und ihn einfach nur angreifen lassen. Das hat mir echt zu lange gedauert. Das war einfach nur immer, man trifft sich in der Mitte, schießt sich ab und ja, von beiden Seiten kommen neue wieder nach. Das war einfach, es macht so noch nicht wirklich Spaß. Also ja, muss man am Anfang vielleicht, also habe ich vielleicht einfach blöd gebaut. Einfach am Anfang ein paar mehr Harvester und dann erst dadurch, was dann gebaut wird und auch das Feld in der Mitte nicht so zerstören. Ja, lieber die Harvester schön außen positionieren, wie der Gegner es gemacht hat. Und ja, bei mir war ja in der Mitte vom Turm alles zerstört. Ich kam ja da kaum noch lang und musste den ganzen Weg außen rumlaufen. Einerseits kann man daraus taktisch natürlich was machen, dass der Gegner auch nicht durchkommt. Andererseits dauert es dann halt auch für die eigenen Truppen lange. Ja, wir haben den Kampf verloren. Ich finde den Smiley hier voll süß. Irgendwie, der passt hier so gar nicht in die Spielwelt rein, aber irgendwie ist es niedlich. Ja, nee, ich möchte nicht nochmal spielen, bitte. Zurück. Obwohl mich tatsächlich interessieren würde, wie die anderen Welten aussehen, wenn man jetzt Schnee und Wüste hat, aber das, ja, das könnt ihr euch ja selber angucken, wenn ihr euch das Spiel holt oder wenn wir das Spiel nochmal ein anderes Mal dann richtig spielen, wenn es aus der Alpha raus ist, dass wir uns das Minispiel hier nochmal angucken, wenn es dann alles richtig funktioniert. Ich glaube, das Spiel ist abgestürzt, als ich jetzt hier raus bin. Weil die Dinger sind noch da, aber wir sind nicht mehr draußen. Gut, dann will ich mich für die Folge, ja, dann will ich mich für die Folge von euch verabschieden und hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ihr konntet mal das kleine Minigame hier kennenlernen. Und dann bis zur nächsten Folge. Ah, da sind wir wieder. Ja, bis zur nächsten Folge, wenn wir uns draußen mal richtig die Welt alleine anschauen. Also dann, tschüss.